beim Turbanschießen, liebe Zuschauer. Und Daniel Krümper ist da, der Herausforderer, kommt aus Hanau und ist eigentlich eher ein Tennisfan. Das können wir auch in seiner Bewerbung schön sehen, wie er lässig den ein oder anderen Ball in der Torwand versenkt. Auch noch, Daniel, Fan von Eintracht Frankfurt, heute nicht so gut drauf dann? Ja, es hätte besser laufen können heute. Beim 1-1 hatte ich noch Hoffnung, aber dann habe ich hier im Studio erfahren, dass es doch noch verloren hat. Aber Daniel kann ja heute Abend hier einen großen Sieg feiern. Und die beiden Herren aus der Schweiz haben schon ausgemacht, dass der Ältere anfängt. Das ist in dem Fall Sherdan. Drei unten bitte, Herr Shaqiri. Nee, aufpassen, nicht, dass ich mich nochmal verletze hier. Ja, vorsichtig. Mit dem linken Fuß wäre vielleicht besser. Ja. Rechts ist die Verletzung. Aber geht, ne? Dreimal, oder? Dreimal. So, und Sie dürfen natürlich anfeuern. Den Zauberzwerg aus der Schweiz. Ui. So, Granit ist dran. Und unter vier muss er gar nicht nach Hause kommen, hat ein Lapper gesagt. Und Martin Stranzl übrigens auch. Ja, ein Lapper, mein Freund. Ja. So, Daniel, das ist doch mal eine Vorlage. Das wird sich vielleicht zeigen. Ja. Noch kein Treffer. So, jetzt alle oben nochmal. Sherdan, fängt an. Der war schon mal nicht schlecht. Oh, der war drin, oder? Ja, das war ein Phantomtor. Oh. Aber sehr knapp. Also das direkte Duell hat Granit schon mal gewonnen. Aber jetzt kommt Daniel. Daniel Krümper aus Hanau. Leider nein. Daniel, hat nicht sollen sein. Daniel, stopp mich. So, wir gucken noch mal ganz kurz das Phantomtor von Sherdan Shaqiri, damit wir auch alle sicher sind, dass dieser Ball niemals drin war. Sherdan, tut mir leid.